Ja. So, da hätten wir jetzt praktisch eine Platte, die ist dreckig, aber das kriegt man weg. Und dann hätte man eine schöne Solnhofer Platte gewonnen. Es schlägt die Stunde der Recycler. Ein Abrisshaus am Ammersee. Bis Weihnachten soll es platt gemacht werden. Friedrich Schloffer braucht keine Fliesen, sondern noch Bauholz für seinen Schuppen. Das findet er nicht. Es gäbe Türen oder diese Treppe. Aber eine Treppe haben sie schon. Diese Treppe aus einem alten Bauernhaus musste um 3 Stufen verlängert werden. Jetzt passt sie. Im neuen Haus von Friedrich Schloffer und seiner Frau Silvia Kellner. 1 Jahr ist das Haus alt. Dank der geretteten alten Wertstoffe wirkt es eher frisch renoviert als neu gebaut. Wunderschön und ressourcensparend. Das Material, das stand bei uns gar nicht so im Vordergrund auch, sondern das soll jetzt in die Tonne getreten werden. Nein, ganz klar nein. Ist doch ein Irrsinn. Denkt sich auch Matthias Heinrich. Auch der Ingenieur interessiert sich für Ressourcen in Häusern. Genauer für Rohstoffe, die hier verbaut sind. Häuser oder Städte sind materiell betrachtet riesige überirdische Rohstoffminen. Urban Mining ist das Fachwort. Heinrich hat anhand von Baujahren, Gebäudevolumina und weiterer Daten berechnet, wie viele Rohstoffe im Münchner Viertel Neuaubing gebunden sind. Demnach lagern hier 2,2 Millionen Tonnen Rohstoffe, darunter 110.000 Tonnen Metalle im Wert von 20,4 Millionen Euro. Anhand dieser Bilanz von den Massen kann ich natürlich auch berechnen, wann welche Rohstoffe auch wieder freigesetzt werden. Also wann kommen die wieder in den Kreislauf zurück. Wenn diese Häuser aus den 60er und 70er Jahren einmal abgerissen werden und Rohstoffe knapp werden, könnten sie hier geerntet und neu verbaut werden. Soweit die Theorie. Hauptproblem ist allerdings, dass gar nicht klar ist, ob beispielsweise Mixmaterialien wie Dämmstoffe überhaupt recycelt werden können. Und wenn alles verklebt ist, dann habe ich natürlich da ein Problem, dass ich auch neue Technologien brauche, um eben ja auch ein zukünftiges Recycling oder ein hochwertiges Recycling zu gewährleisten. Außerdem sollte man wissen, was wo verbaut ist. Doch daran hat man weder damals in den 70er Jahren gedacht, noch ist das heute üblich. Das zeigt sich ein paar hundert Meter weiter. In Freiham entsteht eines der größten Siedlungsprojekte Deutschlands. Ein Stadtteil für 25.000 Menschen. Doch welche Rohstoffe hier aktuell verbaut werden, wird nicht systematisch erfasst. Ein Materialausweis für Neubauten, wie ihn Forscher seit über 20 Jahren fordern, ist nicht vorgesehen. Nicht einmal das neue Schulzentrum hat einen solchen Materialausweis. Heißt, die vielen Mixmaterialien, die verbaut sind, werden sich womöglich niemals wieder trennen lassen. Ich kann es nicht nachvollziehen, vor allem beim Neubau nicht, weil ich weiß, was ich verbaut habe, ich weiß, was ich bezahle. Und deswegen ist es kein Hexenwerk, diese Information zu dokumentieren. Silvia Kellner ist vom Beruf Restauratorin. Sie hat ihr neues Haus großteils selbst entworfen. Dazu gehörte auch, dass, falls das Haus einmal abgerissen werden sollte, alles sortenrein recycelt werden kann. Im Kleinen funktioniert das Urban Mining. Seit 1 Jahr wohnen sie hier, inmitten von alt und neu. Das spüren wir jetzt, währenddessen wir drin leben. Es ist wahnsinnig viel positive Energie in dem Haus. Das Material dankt uns vielleicht aus, dass es nicht weggeworfen wurde.